Na, zum ersten Mal danke, Norbert, danke euch, dass ich da sein kann und ich freue mich wirklich auf eine, denke ich, Diskussion, die wir auch offen miteinander pflegen sollen an diesem Abend. Mensch und Christ ist der Titel. Danke, Dino, dass du moderierst und ich freue mich sehr in diesem Kreis, in meiner Pfarre in Gersthof, wo wir wirklich, und ich mich und wir uns in der Familie zu Hause fühlen seit, kann ich jetzt schon sagen, seit Jahrzehnten, dass wir heute am Abend einmal ein bisschen diskutieren können und wir sollten neben dem, wo ich herkomme und alle Fragen, die anliegen und die natürlich auch zu stellen sind, auch die Frage Politik, alles, was uns heute in diesen Monaten und Jahren bewegt, gemeinsam diskutieren. Es freut mich, dass so viele da sind. Wo komme ich her? Wer bin ich? Dieses Bild ist eines, das ein witziges ist, also aus der Presse. Es war mein Abschiedsinterview mit den Chefredakteuren der österreichischen Tageszeitungen, die ich vor dem Parteitag der ÖVP im Mai 2011, also nach Bekanntgabe meines Rücktritts, aber dann bei der Entscheidung, also in Innsbruck, wo dann die Übergabe an den Vizekanzler Spindlecker passiert ist, habe ich einen Tag vorher alle Chefredakteure eingeladen. Ich habe einen Keller in Radbrunn, da komme ich her, und das ist ein Blick auf Ihre Frage, gekauft und das ist ein Bild, das eigentlich alles vieles sagt. Den Keller habe ich gekauft, der ist seit 30 Jahren unverändert, hat sich nichts drinnen getan, da habe ich mich hingesetzt und habe mit den Chefredakteuren Abschied genommen. Das Bild ist durch viele Gazetten gegangen und es verbindet sehr viel mit dem, wo ich herkomme. Ja, ich komme aus dem Weinviertel, um auch Ihre Frage zu beantworten. Ich bin aufgewachsen auf einem Weinbauernhof, den mein Bruder jetzt führt, 20 Hektar, also ein durchaus großer Weinbaubetrieb, der in der Direktvermarktung ist, kann ich gleich da sagen, stellen Sie Ihre Fragen schnell, es gibt einen Bröllwein im Nachbarraum, wenn wir fertig sind, um Ihnen auch da entsprechend auch gleich die Hoffnung zu geben. Ja, ich komme aus einem Weinbaubetrieb im Weinviertel, 55 Kilometer nördlich von Wien. Ich bin aufgewachsen in einer Ortschaft, Radlbrunn, mit 300 Einwohnern. Diese Ortschaft hat einen roten Staatssekretär, einen Landeshauptmann und einen Vizekanzler herausgebracht, 300 Leute, also politisch sehr produktiv. Aber wie ich geboren wurde und dann auch meine Geschichte geschrieben habe, war das eine rein bäuerliche Kultur, in der ich aufgewachsen bin, bin in Hollerbrunn ins Gymnasium dann gegangen, kannte von dort her, Klammer auf, Klammer zu, Hans-Hermann Grohr. Kannte ihn als Religionslehrer, um da auch ganz fair und klar die Botschaft zu setzen. Bin also im ländlichen Bereich aufgewachsen, bin dann nach Wien zum Studieren gekommen, habe ganz klar gewusst, was ich will, nämlich Landwirtschaft zu studieren an der BOKU. Habe dort die Gabi kennengelernt, die heute da ist, mit unserer Jüngsten, mit der Isabella, wir haben drei Kinder. Wir haben uns kennengelernt auf der BOKU, wir bestreiten seitdem gemeinsam unseren Lebensweg, der durchaus ein sehr spannender war, wie Sie sich vorstellen können. Wie wir die Gabi kennengelernt, wirklich relativ unspektakulär durch das Studium, Gabi aus Tirol und ich aus Niederösterreich und wie es halt so ist. Es war ein Ball, das war der Ball der Bodenkultur im Jahr, bitte korrigiere mich, Jänner 1988. In den Sophienseelen. Sie sind nicht deswegen abgebrannt, ja. Aber wir haben uns in den Sophienseelen damals kennengelernt. Ich kann mich genau an den Sekt noch erinnern. Da hat unsere Beziehung begonnen. Wir sind sehr junge Eltern geworden mit 21. Alexander ist jetzt 22 Jahre alt. 18. Viktoria und die Isi mit 11. Und wir hätten uns damals nicht zu träumen gewagt, auf welche Proben unsere Partnerschaft, ich würde es so sagen, gestellt wird, weil derartige Dynamik in den, wir haben beide das Studium fertig gemacht, die gab ich dann erst nach den Kindern, eine derartige berufliche Dynamik, ja etwas sehr Ungewöhnliches. Ich bin mit 32 Minister geworden und mit 43 habe ich dann Platz für einen Älteren gemacht, sozusagen. Ja. Das ist ja etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, aber die Kinder klein, gerade in der Volksschule und dann im Gymnasium, Unterstufe und dann so eine Karriere auch zu bewältigen in der Partnerschaft, das ist eine absolute Herausforderung. Ich sage das ganz offen, da täuscht sich jeder darüber hinweg, der sagt, naja, das ist alles so Gott gegeben. Da muss man schon hart dran arbeiten, weil da so viele Facetten dann mitspielen, die sehr, sehr spannend und schwierig sind. Aber ja, wir haben das durchgestanden und jetzt hat sich eine neue Tür aufgetan, die wieder vieles verändert hat im Leben, weil ich mehr daheim bin. Ich würde es jetzt gar nicht gewichten, was das für Herausforderungen sind, aber es tut uns gut. Und um diesen Schritt zu tun, den macht man und dann muss man halt schauen, dass man da die Kinder im Lot hält und nicht abheben lässt. Weil die Verführungen der Politik sind natürlich groß, klar, man ist eingeladen, man kann von Kitzbühel bis international auch mit den Kindern auftanzen und die lernen dann auf einmal
das Do und Co, sage ich mal, Abendessen vielleicht als Standard zu genießen, weil ich glaube, das ist die wirkliche Welt in dem Umfeld, wo man sich halt bewegt und ja, das haben wir versucht, auch anders zu prägen und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen und deswegen war es auch nicht wirklich ein Filmriss, wie ich dann gegangen bin und es hat auch nichts wirklich verändert. Ja. Nein, was ich auch, auch bei mir persönlich, das ist ein wichtiger Punkt, man darf selber nicht glauben, dass man jetzt was Besonderes ist. Ja. Nein, ich glaube, das kann man schon der Gabi auch verdanken oder so. Deine Kinder haben immer gesagt, sie fühlen sich in Gershof total wohl und ihre Freunde, die sie wirklich gehabt haben, sind alle geblieben. Ja, absolut. Das ich glaube, das schon ist sagen. Ein ganz entscheidender war Faktor. War schon wichtig hier. Ja, ist ein entscheidender Kristallisationspunkt. Ja. Ist Gershof, sind die Freunde, ist die Pfarrer, ist das, was hier passiert und Gemeindesozialleben, das habe ich nie so gelebt und auch nicht leben können, weil ich oft am Wochenende froh war, wenn ich einen halben Tag frei gehabt habe. Aber natürlich für die Kinder war das ganz ein wichtiger, normaler, positiver Bezugspunkt und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das halte ich für ganz wichtig. Die Konsequenzen sind bekannt, aber zur Krankheit selber. Das war ja eine Entscheidung, die ich nicht nur aufgrund des akuten Ereignisses Lungenembolie, die natürlich ein beklemmendes Ereignis für mich selber war, Notarzt-Hubschrauber, Notarztversorgung Innsbruck und Rehab und so weiter, sondern das war ja eine Anbahnung, die sich schon länger entwickelt hat. Über ein paar Mal und auch genetisch bedingt, kommt aus der Familie, mein Vater vor allem betroffen, Trompen gehabt, vor allem in den Füßen. Gut, dann war es die Lungenembolie und dann war mir klar, das sage ich auch ganz offen, dass man mit so einem Handicap, Flugverbot über gewisse Zeit, all die Themen, einfach den Job nicht wirklich weitermachen kann. Ich hätte natürlich sagen können, ich komme zurück und bleib dran, aber das Tempo, das die Politik verlangt, wenn man gewinnen will, nämlich Themen gewinnen will, aber auch Wahlen, lässt es einfach nicht zu. Und da bin ich keiner, der mit einer Handbremse anzogen in einen Wahlkampf geht. Ich bin auch einer, das sage ich auch dazu, das war immer, da bin ich ganz konsequent, der glaubt, dass man nicht übers Internet die Wahlen gewinnt, sondern im Bierzelt. Jetzt von der Parabel gesprochen. Und das verlangt aber maximalen Einsatz, du kannst aber wirklich punkten. Das spricht sich herum, das sind Themen, wo du an die Menschen musst. Und dann bin ich einer, der nicht heimgeht. und deswegen wusste ich, zum Selbstschutz einfach diese Entscheidung auch ist zu treffen. Es gab manche, die gesagt haben, bleib im Nationalrat und so weiter, aber nein, okay, 8 Jahre Spitzenpolitik mit 43 Jahren, zurückzuschauen auf diese politische Karriere ist spannend, was so ist. Und jetzt geht die Tür auf zu etwas Neuem, das mich ganz besonders fordert, aber wo man einen riesen Vorteil hat, man ist wieder selbstbestimmt in den Terminen, in den Schwerpunktsetzungen, in der Entscheidung. Und ja, das macht großen Spaß. Ich halte diese Frage, das klingt zwar sehr allgemein, aber es ist eine der wichtigsten Fragen für die Politik. Nicht nur, was mache ich, sondern wie kann das hineingehen in die Politik und das wieder herauskommen, funktionieren, ohne dass der oder diejenige das Gesicht verliert oder eigentlich das persönliche Fortkommen verliert. Ja, ich bin in der Leibniz-Lundenburger AG, das ist eine Firma, die seit über 100, war die erste börsennotierte Firma an der Börse in Österreich, also kommt Leibniz und Lundenburger, zwei Städte in Lundenburg in Tschechien, kam aus der Zuckerwirtschaft. Diese Leibniz-Lundenburger AG ist im Eigentum von Raiffeisen Landesbank Niederösterreich und der Raiffeisen Zentralbank und der Unica, das sind meine Eigentümer. Das ist mein Kerngeschäft, da komme ich her, ich habe Landwirtschaft studiert, Agrarökonomie, das heißt, ich komme aus in dem Bereich und macht großen Spaß. Nein, es war eine absolute Erfahrung, aus Raulbrunn wegzugehen, sage ich ganz ehrlich. Da zu sein, ich genieße beides, mir zieht es auch wieder in die Heimat, sage ich auch ganz stark, zunehmend. Den Weinkeller, den wir am Anfang besprochen haben, habe ich gekauft, den werde ich jetzt auch versuchen auszubauen und wieder herzurichten. Ich genieße Wien. Wir haben hier ein super Platz gefunden, wo sich die Rolle und Niederösterreich, sage ich mal, wohlfühlen in einem guten Kompromiss. und eingebettet in der Pfarre, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist ein besonderer Ort. Und wiewohl ich schon sage, da teilen sich vielleicht die Meinungen meiner Frau und mir ein bisschen. Seit ich Jager bin und den Bezug zur Jagd habe, zieht es mich wieder stärker aufs Land. Aber was soll man in Wiener jagen? Ich meine, es ist so nicht. Wildschweine, ja. Aber auf schwarze Schweine schieße ich nicht so gern. Ja? Bei mir ist eher das Rotwild angesagt. Und bin ich wirklich gern da. Und wir schätzen beides. Ja, und es ist ein spannendes, magisches Dreieck, Weinviertel, Wien und Tirol. Und das pflegen wir. Es bleibt spannend, mit dir zu diskutieren.
Ich glaube, wir könnten noch Stunden füllen, aber ich glaube, du hast einen guten Wein mitgebracht. Bevor der Bröllwein warm wird und das Brot hart. Ja, genau. Möchte ich mich an der Stelle sehr bedanken für deine offenen Worte. Und ich glaube, es war für uns alle ein sehr spannender Abend. Herzlichen Dank.